Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Hartz IV Medicine. Wir haben Bonus zu Zusatzlevels en masse hier. Wir haben ein Minispiel-Level, ist das nicht wunderschön? Extra Levelzeit müssen wir noch einsetzen. Hier können wir das einsetzen. Hallo, achso. Also ich mache jetzt mal ein bisschen Platz, tue die Tastatur hier ein bisschen nach links, dass ich ein bisschen mehr Platz mit der Maus habe. Dann geht das hoffentlich besser. Die Katze jagt irgendeine Fliege oder so. Ich glaube, die Fliege hat sie schon insofern K.O. geschlagen, dass die nicht mehr fliegen kann. Die krabbelt da so halb benommen am Boden rum und die Katze guckt sich halt an und findet das sehr interessant. Die Katze studiert quasi. Die lernt neue Dinge über Fliegen. Ach, da. Gar nicht gut, was die Herausforderung war. Ne? Na, da werden wir gleich sehen. Da geht doch mal weg mit deinem Kackstern. Okay, Herausforderung habe ich geschafft. Ich weiß gar nicht, was es war. Oder sie spielt auch nur mit ihrer Pappe. Das weiß man mit dieser Katze nicht so genau. Unsere Katze ist leider ein bisschen dumm, aber wir mögen sie trotzdem. Herausforderung. Kann ich jetzt sehen, was das war? Nee. Kann ich hier in der Levelübersicht sehen? Erreiche alle Herzen in allen Minispielen. Habe ich nicht geschafft, aber ist mir auch egal. Hauptsache, das Ding denkt, ich habe das geschafft. Doch, Stuhlgeduld. Zwei Herzen, Max Vorrat. Der Prisma-Test. Okay, der ist scheiße. Den haben wir noch gar nicht. Das heißt, das ist uns erstmal egal. Haben wir hier extra Levelzeit? Ja, extra Levelzeit. Und sein Meerschwein-Level. Wir nehmen noch Meerschweinchen-Booster. Erreiche 300 Punkte. Das ist möglich. Die könnten ein bisschen besser beleuchtet sein, die Meerschweine, wenn ich das mal so sagen darf. Oh ja, mit mehr Mausspielraum hier, rechts Tastatur. Ist das alles ein bisschen einfacher? Das geht alles ein bisschen besser. Aber wenn ich jetzt Anno spiele oder so, da reicht mir der normale Mausplatz. Vielleicht sollte ich das auch nicht im Vollbild spielen. Meine Freundin spielt das immer im Fenstermodus. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Mauswege sonst zu weit sind und. Tja. Oder man müsste einfach die Mausempfindlichkeit für dieses Spiel einfach mal krass hochstellen. Was mich an die eigentlich am meisten nervt, ist, dass man nicht sofort sieht, dass es vorbei ist. Es ist irgendwie eine Sekunde oder zwei, ist das Level vorbei und es sieht noch alles genauso aus wie vorher. Man kann einfach nur keine Meerschweine mehr klicken. Ich weiß, das erste Mal, als ich so das Ding gespielt habe, dachte, hey, was ist los? Geht nicht mehr, ist kaputt. Ich dachte, das Spiel hat sich aufgehangen oder so, aber das ist einfach eine Designentscheidung gewesen. So, das habe ich gerade gesehen. Ja, man sieht es halt nicht sofort, nicht direkt, nicht der Stelle quasi. So, 4 Sterne. Naja gut, den 5. Ja, den haben wir nicht knapp verfehlt, den haben wir ganz schön groß verfehlt. Das ist auch ganz okay, das macht es einfacher für uns alle. So, was haben wir denn hier für ein schönes Level? Nutzlose Patienten. Hier können wir keine extra Levelzeit nehmen. Was heißt das? Nur Boni liefern die heute Punkte. Verdiene 10 Boni durch Kassenkombinate. Ach, hier sind wir wieder. Okay, alles klar. Naja, Kombo. Kombos mache ich da Katze. Mhm. Ihr seid so nutzlos. Aber okay, die werden damit nicht irgendwie verlieren ihre Goldherzen. Also das ist schon mal ganz gut. Das heißt, man kann sie einfach stehen lassen. Und hier habe ich doch ab 5, ne? Ich habe meinen super 5er Boni hier, war das doch in dem Bereich. Das müsste hier dann wieder 10, weil das ist ja quasi wieder die erste Station. Da haben wir jetzt 5. Ah, das zählt auch. Okay, meine Bonuspunkte zählen da scheinbar auch. Ach, der will direkt zu der, weißt du? So, einen Stern haben wir schon mal. Hallo? Oh.
2, 3, 4, das heißt, einer fehlt noch für unseren 5er-Bonus. Da kommt er. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zack, weg. Jetzt kriege ich leider nur 4 zusammen, scheiße. Okay. Ich muss eh, Moment, warte mal. Ah, okay, ich muss, gut, haben wir das auch geschafft. 2 Sterne haben wir auch schon, das ist auch ganz gut. Und das war's schon, ne? Ja. Gut. Ich hab Hunger, ist auch so früh und ich habe jetzt schon Hunger. Ist das zum Kotzen. Essen ist zum Kotzen. Essen wollen ist zum Kotzen. Und dann den Bauch sehen ist noch viel schlimmer. Okay, 3 Sterne haben wir. Oliver haben wir auch. Perfekt. So, haben wir schon jetzt was freigeschaltet? Ja, noch mehr Karten. Geil. Geile Karten. 2 Herzen, Bettenherzen, Max Vorrat und auch wieder so ein Kombo-Bonus. So ein Kombinat-Bonus. So, wir gehen mal hier gerade mal. Heute ist wieder gegen die Zeiten. Hier kann ich wieder extra Levelzeit nehmen. Alles klar, perfekt. Extra Levelzeit, was haben wir hier? Sende mit der Probenrohrpost 10 Gegenstände zurück. Die Proben verschwinden nach kurzer Zeit. Alles klar, also direkt wegschicken. Ist ja auch nicht Ich habe irgendwie Bonuspunkte dafür. Katze, kannst du aufhören, über mich zu laufen? Das wäre ganz lieb. Ja gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Alles klar, verstehe ich. Sehe ich ein. Die Frage, was ist eine kurze Zeit? Okay, alle 3 geschafft. Ich habe schon 5 geschafft. 5. Da waren doch gerade nur 3 drin. Wieso habe ich jetzt schon 5 geschafft? Ich weiß nicht. Ich beschwere mich aber auch nicht. Nein. Ja, egal. Das da. Alter. Wo ist das Vieh? Ach, da. Alles klar. Konzentration? Hey. Muss mir ja... Ach so, okay. Der Pinzettenklick, der ging an dich da. Ich verstehe. Das war nicht so geplant. Jetzt habe ich die eine Dings da verpasst. Aber ich habe die Herausforderung eh schon geschafft. Okay, das ist natürlich auch schön. Und dann kassieren wir mal ab. Zack, zack, zack. Ist das eigentlich gegen die Zeitlevel? Ja, ne? Sonst hätte ich gar keine extra Zeit. Ich wollte schon sagen, wie viele Patienten kommen denn wohl noch? Ja, du kannst gerade mal irgendwo hin, Entschuldigung. Jetzt kannst du dahin. Hä, wo bin ich? Ach da. Warte, nimm halt nicht den Klick für diesen armen Menschen da an, der die ganze Zeit schon da sitzt und wartet, dass du ihm mal hilfst. Okay, die blinken auch noch. Schaffe ich es noch? Nee, schade. Okay, egal. Hallo. Wären noch ein paar Bonuspunkte gewesen, aber 3 Sterne. Hör mal, 3 Sterne ist doch wunderbar. 3 Sterne sind eine gute Sache. Katzen-Update. Sie sitzt jetzt auf der Stuhllehne. Jetzt geht sie gerade wieder über mich. Also auf der Armlehne. Katze, kannst du bitte nicht über... Ja, nicht über den Tisch gehen. Dankeschön. So, oh, hier ist noch ein Brief. Oh, Kacke. So, was haben wir hier? Minispiel-Level. Müssen wir hier machen. Verdiene 90 Punkte im Probending. Extra Levelzeit. Katze, komm vom Tisch. Aua. So. Hautproben. Go, go.
Das ist auch eins der einfacheren Minispiele. Kannst du aufhören, meinen Arm zu zerkratzen? Das wäre total lieb von dir. Ich weiß, es liegt in deiner Natur. Es ist einfach dein natürlicher Instinkt, aber... Ich würde meinen Arm gern noch ein paar Jährchen behalten, ohne dass er Infektionen irgendwie abstirbt oder amputiert werden muss oder sowas. Ja, schaffen wir noch 5 Sterne? Ich glaube nicht. Aber wäre cool. So schon mal gar nicht. Ah, okay, schade. Naja, wie viel haben gefehlt? Ich sage 50 Punkte. 50 Punkte haben noch zu 5 Sternen gefehlt. Schauen wir mal. Ob ich die Wette gegen mich selbst gewonnen habe oder nicht. 64, na gut, dann habe ich verloren. Dann habe ich verloren. So, jetzt haben wir das hier fertig. Yay. Eine plus 1 Geduld und Fahrradtempo. Fahrradtempo ist auch gut. 20 Diamanten. Und 750 Herzen. Yay. So, was haben wir hier? 25 Multiple-Choice-Behandlungen. Ich weiß nicht, was Multiple-Choice-Behandlungen sind, aber wir werden sie so oder so abschließen, weil erst dann kommen wir hier auch weiter. Oh, da haben wir noch was abgeschlossen. Yay! Allison-Tempo. Sehr gut. Süßes Sportgetränk. Lecker, lecker. 20 Diamanten und nochmal 750 Herzen. Geilo. Sonst noch irgendwas abgeschlossen? Ne, wir können nur 11 neue Sachen kaufen. Hier ist dieser Kackbrief drin, der mir auch die ganze Zeit jetzt anzeigt, ne? Okay, gehen wir erstmal ein bisschen einkommen. Wir haben 6.000. Ich möchte auf jeden Fall eigentlich den Combo-Bonus haben. Mal 4. Die Herzen mal 4 des 5. Combo-Patienten. Also 5, also ne, des 5. Also ja, schon Combo-Patienten. So, Pinzette mit mehr Herzen. Da war noch Fahrradtempo. Ja, doch, das muss ich mitnehmen. Das dauert sonst immer sehr, sehr lange. Tresengeduld ist mir egal. Jetzt haben wir nur noch 600. Das heißt, wir können leider keine weiteren Herzboni mehr kaufen, aber das ist ja nicht so schlimm. So, das heißt, wir können jetzt erstmal die nächste. Dafür hat man Freunde noch eine Hauptstory, oder? Nein, wir machen erstmal fertig hier, da waren wir noch gar nicht. Multitasking Party. Fange 35 Meerschweinchen, verdiene 555 Punkte durch das Behandeln von Patienten. Alles klar, extra Levelzeit müssen wir nicht mehr einsetzen. So, dann geht's los. Können erstmal Chuck. Chuck mit neuen Pinzetten, mit einem neuen Fahrrad und mit dem Bonus-Ding da. Oh. 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 Haha. Das sah lustig aus. Hallo? Oh. Diese Klicks, ne? Diese Klicks, die nicht wollen. Ach, Katze. Du kannst ja gerne irgendwie auf mir sitzen hier, aber doch nicht die ganze Zeit von links nach rechts laufen. Das will doch niemand. Also, ja, du willst das, aber sonst will das doch keiner. Machen wir 5? Ja, wir haben 5, ne? Yay. Man kann es eigentlich wieder so ein bisschen tricksen, dass man erst die Patienten holt, die dann stehen lässt quasi und dann halt noch die Oliver sucht. Die kriegt diesen Dingsklick nicht hin, ne? Die blöde Kuh. Ja, gib ihm das doch! Alter. Okay, sind immerhin alle Gold geblieben, das ist schon mal schön. Das müssen wir noch ein paar Olivers finden. Aber wenn wir uns nur auf die konzentrieren können, das ist doch wunderbar. Ich glaube aber nicht, dass wir 555 Punkte kriegen. Ja, einen Stern haben wir schon mal, das ist mal ganz gut. Olli. Kein Olli Schmolli? Oder ist er dahinter? Aber ich sehe ihn noch nicht. Ich weiß nicht, ob nach 35 noch welche kommen. Ja, kann ich einfach da noch ein paar Punkte. Die kann man auch schon mal wegpacken. Gibt auch noch ein paar Herzen. So, 550 muss ich kriegen, ne? 555, alles klar. Dann sammeln wir mal so bis
450, 500. Ach, guck mal, noch eine Olive. Sehr gut. Sammeln wir noch ein paar Olivers hier. Damit wir auf jeden Fall die Herausforderung abschließen. Weil wir sind da nicht dumm. Wir nutzen einfach die Spielmechanik aus, so gut es geht. Ja, haben wir noch irgendwo einen? Das sind auch nur vier leider. Das heißt, mindestens 450. Machen wir nicht sogar noch ein paar mehr. Wir kriegen halt nur... Das reicht auf jeden Fall. Das sind keine 100 Herzen. Das ist das Problem. Ich habe dich gehört, aber ich sehe dich nicht. Kage. Oliver. Da sei er. So, zwei, drei Olives wären dann noch ganz cool. Dann hätten wir es auf jeden Fall. Aber meine Olive-Chance, da ist er. Ist zu gering. Okay, 50 Punkte. Ne, ich habe immer noch... Ich habe immer noch Angst. Ich will es jetzt nicht verkacken. Jetzt, wo wir schon ewig in diesem Level hängen. Jetzt nicht zu früh sagen, okay, es müsste reichen. Okay, ein Oliver noch. Ein Oliver. Ein zur Sicherheit. Oliver. Ein Sicherheits-Oliver. So. Yay. Sehr gut. Ja, hat nicht so viele Punkte extra gegeben. Ich habe leider nicht genau darauf geachtet, wie viele. Aber das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Okay, sehr gut. Oliver, ja, wir haben ein paar Olivers gefunden und die Herausforderung haben wir auch geschafft. Sehr gut. So, das heißt, jetzt hier alle Boni-Schichten, Bonus-Schichten gemacht. Ich will gerade, ob wir jetzt, was war das gegen die Zeit, ne? Vielleicht diesen blöden Brief holen, weil da können wir auch noch gut Punkte sammeln dann. Komm, wir machen das nochmal, dann machen wir in der nächsten Folge dann die, die Main Quest quasi. Oh. Mal gucken, wo dieser Kackbrief liegt. Ach da. Okay, hab ihn. Der liegt an der Wand natürlich. So, Herausforderung ist eigentlich Wurst. Es geht halt gerade echt nur um Punkte. Haben wir drei. Komm, mach hin. Jetzt haben wir fünf, ne? Ja. Der hatte zwar nicht so viele Herzen, der fünfte Patient leider. Da muss man auch irgendwie entweder noch viel krasser planen oder einfach Glück haben, dass der fünfte Patient auch einige Herzen hat. Das wäre ganz wichtig. Ich habe da blöde viel gehört, aber das ist mir ja. Weil die fünf Punkte machen nicht aus, ob ich hier Punkte kriege oder nicht. Auffüllen. Die müsste fünfter sein. Das wäre richtig geil. Okay, ich muss gucken, dass die hier oben jetzt fünfte wird. Die hat auf jeden Fall mehr Herz als die hier unten. Ja, war das falsche? Ja, ja. So. Soll die jetzt als erste da stehen? Das ist ja okay. Voll der Taktizierer, Alter. Oh. Scheiße, der wäre gut gewesen als fünfter. Ja, der ist aber noch am besten. Und der wird auch als nächster fertig sein. Komm, blödes Vieh, wenn du schon da bist. Alle auf einmal fertig hier, zack. Naja. Haben wir jetzt noch einen Stern dazu bekommen oder was? Oder zwei? Einen nur. Okay, schade. Schade, schade, schade. Naja. Aber wir haben auch diesen blöden Brief gefunden. Das heißt, die blöde 1 da ist weg. Da passiert jetzt eine 1. Und danke für die schönen Fotos von Prinzess. Das ist mir ehrlich gesagt eher. So, das war das. Dann machen wir noch hier die Zahlen weg. Entschuldigung, es tut mir sehr leid, aber mich nerven Zahlen. Zahlen nerven. Blöder, nerviger Aufforderungscharakter. Mich nervt das auf dem Handy auch, wollte ich gerade sagen, aber viel mehr nervt mich das auf dem Handy. Was? Da. Da ist immer so, guck mal, hier ist was.
Guck mal, guck mal, guck mal. Das lässt mir dann keine Ruhe. Das lässt mir schon Ruhe, aber das nervt mich halt. Das macht mich verrückt immer, wenn ich das sehe. Da muss einfach weg sein. Das muss weg sein. So. Zack. Alle Zahlen sind weg. Alle Zahlen sind weg. Okay. In der nächsten Folge gehen wir dann nochmal in die nächste Schicht tatsächlich. Da machen wir noch ein normales Level. Warte, können wir gucken. Wir können Tempo oder Herzen oder Herzen oder Herzen oder Herzen. Wir nehmen mal hier. Zack. Können wir nämlich beide kaufen. So. Dann gehen wir in der nächsten Folge in die nächste Schicht. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr vergesst mich nicht. Bis dahin, macht's gut, euer Rainbird. Tschüsschen!